Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, geilen, doch auch hoffentlich sonnigen Tag. Hier ist es tatsächlich gerade etwas sonnig. Letzte Zeit war ja nicht mehr ganz so viel on fire. Und ja, heute habe ich mal, denn die meisten von euch sind ja wahrscheinlich gar nicht so on fire, dass sie so Nachrichten und, also was heißt Nachrichten, LOL-Nachrichten und wie es denn jetzt aktuell so aussieht, ja, alles in sich reinsaugen. Und genau da komme ich jetzt ins Spiel. Das heißt, ich werde euch so ein bisschen informieren. Ja, das heißt, League of Legends hat ja dieses Jahr so einen gewissen Wandel so ein bisschen durchgemacht, so ein bisschen Struggle kann man auch sagen. Das heißt gerade, es kamen viele, viele neue Games mit dazu, zum Beispiel natürlich PUBG, da hat da ordentlich was reingehauen. Dann gab es auch so Spiele wie Slay the Spire, das kennt vielleicht der ein oder andere. Spiele wie Fortnite natürlich, ne, und da gibt es wahrscheinlich auch noch deutlich mehrere Titel, die hier so ein bisschen ins Gewicht geschlagen haben. Und das hat natürlich Riot so ein bisschen auch getroffen, haben wir alle mitbekommen. Und ja, das heißt, wir sehen hier schon League of Legends mit Sparkurs-Fans besorgt, LOL in der Krise. Und ich wollte euch einfach mal mir die Zeit dafür nehmen, euch zu informieren. War das richtig formuliert? Keine Ahnung, ist egal. Ja, das heißt, wir schauen einfach mal durch, was denn so aktuell Sache ist. Grundsätzlich, klar, muss man natürlich sagen, erstmal um mal, ich hatte da schon mal so ganz bisschen dezent drüber geredet, aber um einfach mal nochmal zu sagen, das Ding ist natürlich logisch, League of Legends war die ganze Zeit alleinstehend, super stark, ja, also, ne, über viele, viele Jahre. Und dann, es gab aber auch keine Alternativen. Es gab nicht so wirklich Spiele, die richtig geil waren nebenher, sondern es gab League of Legends und dann ganz viele kleine Mini-Dinger. Und dann kamen halt wirklich große Titel mit PUBG, Fortnite etc. Auch wenn PUBG immer so ein bisschen heiß umkämpft ist, hatte man einfach mal Alternativen. Ne? Und klar hat das LOL geschadet für den Spieler, für euch ist das aber besser, weil ihr habt immer noch LOL und ihr könnt aber auch noch Fortnite, PUBG und was weiß ich noch spielen. Gehen wir erstmal direkt los. LOL als... Oder Riot ist es ja tatsächlich, also die Firma Riot merkt das natürlich, wenn mehr Leute nach PUBG gehen, wenn mehr Leute nach Fortnite gehen, dann gibt es natürlich auch weniger Geld, denn es spielen weniger Leute LOL, kaufen weniger Leute Skins und es gucken natürlich auch weniger Leute die EU-LCS und diesen ganzen Kram mit. Ja, weniger Zuschauer bedeutet weniger Werbeeinnahmen, bedeutet weniger Sponsoreinnahmen und so weiter und so weiter. Nur so ganz, ganz grob angekratzt das Ganze. Und das heißt, man hat hier die erste Änderung schon mal so ein bisschen gesehen. Das hat auch der gute Maxim hier, ne, geretweetet. Englische Caster bleiben während der World 2018 in LA. Das heißt, die World 2018 sind tatsächlich ja in Korea. Und die haben da auch ein Riesenstadion. Und ich glaube tatsächlich, in Korea kriegen die das Ding auch wirklich voll. Weil in Korea ist LOL einfach komplett GG. Ja, da ist, ne... Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Caster nicht vor Ort sein werden. Das hat auch der gute Videos, heißt er glaube ich, hier in seinem Stream gesagt. Is it cheaper? We almost always do the play-ins from LA. We've always done the play-ins. And I think they want to do the rest of it. Ich fasse es einfach zusammen, ist okay, ne? Also das Ding ist, er, auf jeden Fall haben wir das Statement, ist also nicht irgendwas gesagt. Er sagt, ne, es ist billiger, wenn die ganze Crew, ne, die haben da ja wirklich viele Leute. Du brauchst da nicht nur die Moderatoren oder Caster, du brauchst auch noch dann noch die, also die Shoutcaster, du brauchst dann auch noch irgendwelche Leute, die das ganze Kamerazeugs und dies und das und das und das. Und diese Leute drumherum, also hier steht auf jeden Fall ein Team, ja, NA Broadcast Team, also wird halt schon ein paar Leute sein, was genau dazu zählt, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall werden die halt in LA bleiben, weil das natürlich super viel kostet, die alle rüberzubringen, die müssen da hinten alle pennen, die müssen da hinten das ganze Zeugs die ganze Zeit, ne, du hast die auf jeden Fall nicht bei dir zu Hause und hier in LA können die wahrscheinlich auch noch andere Sachen nebenbei machen. Und deswegen, grundsätzlich muss man hier aber sagen, dass es so ist, dass, genau hier, die Play-Ins hätte man schon immer aus Los Angeles moderiert, also es war schon immer. Neu sei jetzt, dass man die Gruppenphase, Viertelfinale und das Halbfinale ebenfalls aus Amerika überträgt. Ja, das heißt, es ist jetzt nicht komplett mindblown was anderes, sondern es geht halt in diese Richtung und das Finale wird halt aber trotzdem dann, sie kommen nur für das Finale nach Korea. So sieht das Ganze aus. Das heißt, hier sieht man schon so einen gewissen Trend, ja, teuer. Ja. Weniger Budget fällt bereits auf, also wird hier auf jeden Fall gesagt und das hört, oder das geht natürlich auch in die EU-LCS-Geschichte rein. Das heißt, hier wird zum Beispiel gesagt, dass das Spring Final der NA-LCS in einer kleinen Location, wo gerade mal 1000 Leute Platz hatten, da war. Und das sind natürlich so Sachen, hier wird dann gesagt, die Fans hatten bereits Vermutungen, dies, das, ob das jetzt so ist oder nicht. Kann man drüber reden, aber ist natürlich klar, ne, wenn du halt... Ich weiß ja auch nicht, wie es bei PUBG war, ne? Ich glaube, also ich habe ja, ihr könnt es gerne droppen, wenn ihr da wart. Würde mich mal echt interessieren. PUBG hatte ja laut Twitch oder den Stream
eine riesige, gewaltige Halle, aber es waren null Zuschauer da gefühlt. Es hieß ja, dass die teilweise alle an der Skinschlange anstanden, um da irgendwelche Codes einzulösen und dass es ausverkauft war. Ich kann es nicht genau sagen, aber es macht natürlich keinen Sinn, eine riesige Halle zu mieten, wo dann keine Leute reingehen. Deswegen hier eine kleine Halle. Auf jeden Fall wird jetzt gesagt, man muss mehr aufs Geld achten und dass das jetzt über die nächsten Jahre, dass man schon ein bisschen gucken muss. Aber es ist jetzt nicht so, dass Riot sich komplett so zurückfährt, sondern sie sind ein großes Unternehmen und sie, also hier wird geschrieben, sie sind kein kleines Startup mehr, sondern müssen jetzt ganz erwachsen darauf achten, dass sich die Kosten mehr auf einer Linie mit den Einnahmen bewegen. Hier muss man natürlich ganz klar sagen, wenn du, nehmen wir einfach Fortnite. Fortnite, und das ist bei fast jeder Firma so, du hast einen richtigen Boom. Du gehst nach oben, du kriegst richtig viel Geld rein, weil dein Spiel einfach komplett durch die Decke geht und du kriegst immer mehr Geld rein. Und so sind wir Menschen einfach. Also ich bin tatsächlich, glaube ich, auch so. Je mehr Geld du reinkriegst, umso mehr Geld gibst du gleichzeitig auch wieder aus. Ja, das heißt, du sagst dann, okay, das Tournament, das gibt jetzt nicht Preisgeld von, sagen wir einfach 5.000, sondern machen wir 10.000 drauf. Und jetzt werden das hier nicht die Socken aus Wolle, sondern die aus Seide oder aus Gold, ne? Also so ungefähr. Und ich denke, so ist es bei Riot auch so ein bisschen gewesen, dass sie sagen, okay, ne, also nur mal als kleines Beispiel, was das vielleicht bedeuten könnte, dass dann, wenn du da irgendein Tournament oder sowas hast, dass du dann nicht mehr alle 1.000 Leute, wovon 500 Leute gar nichts damit zu tun haben, sondern die so ein bisschen privilegmäßig einfach irgendeinen Code bekommen oder so ein Armband, dass sie sich umsonst überall verpflegen können und essen können. So, also, ist jetzt ein schwieriges Beispiel, glaube ich, aber, naja, also sowas ist zum Beispiel, na, wenn du sagst, okay, du hast genug Geld, kannst du sagen, hier, die Leute, der Anhang von dem Anhang, der kriegt auch noch diesen, sagen wir einfach mal, das Riot-Band und damit könnt ihr umsonst essen gehen. Und sowas ist wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, weil ich denke, bei solchen Sachen fängt es halt an, dass du halt sagst, na, du achtest eher darauf, wo du dein Geld ausgibst und wie. Ja? Und nicht einfach raus, schmeiß die Fofis durch den Club, so nach dem Motto. Ja, und hier steht auch, dass man jetzt die nächsten 3 Jahre das Ganze mal abschauen will oder warten will und wie sich das Ganze entwickelt. Nimmt man genug Geld ein, könnte alles so bleiben. Sollten die Einnahmen nicht jetzt hier reichen, muss das Budget gekürzt werden. Das heißt, ne, also wird jetzt das Budget gekürzt. Das bedeutet, das Budget wird noch nicht gekürzt und es kommt jetzt auf die nächsten 3 Jahre an, so gesehen. Und ja, hier geht es dann weiter mit mehr Einnahmen sollen her. Das heißt, klar, wenn dir Einnahmen wegfallen, kannst du halt sagen, okay, du lebst damit oder du guckst halt, dass du woanders Geld herkriegst. Und sie sagen, sie wollen mehr Geld verdienen durch Digital Experience, sagt mir gerade gar nichts. Könnt ihr gerne droppen, wenn ihr wisst, was. Also ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwas, ja, digitale Erfahrungen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar wirklich sowas. Ne, ein Film wird es nicht sein, aber ich meine, hier ist ein fucking Riot-Ding drunter, so ein Bild. Aber irgendwas, ich denke mal, was nicht zwingt mit, was mit LOL zu tun hat, aber nicht zwingt mit dem Spiel. Ja, also, keine Ahnung. Ja, und traditionelle Sponsoren. Ja, natürlich, klar musst du halt gucken, ob du vielleicht irgendwo anders Sponsoren gewinnen kannst, um das wegfallende Geld vielleicht irgendwie zu kompensieren. Ja, und hier wird dann nochmal geschrieben, was ist gerade bei Riot überhaupt los? Ja, erstmal gab es natürlich, das haben viele von euch wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, scharfe Vorwürfe gegen Riot, die hätten da eine Kultur des Sexismus. Also es gab, ich habe das gar nicht genau mitbekommen und ich habe mich da auch nicht mit befasst. Es ist wohl so, dass da irgendwie sexuelle Belästigung bei Riot kam. Wie genau und was genau, kann ich dazu nicht sagen. Ich will da auch gar nicht weiter ins Detail gehen. Ist auf jeden Fall nicht cool, wobei sowas auch immer 2 Seiten hat und sehr, sehr gerne abused wird. Aber deswegen halte ich mich da auch komplett raus. Das Wichtige ist, was hier geschrieben wird, das habe ich gerade schon gesagt, der Battle Royale Hype war da und der Heldenshooter. Ich weiß jetzt nicht, was mit Heldenshooter, also Overwatch kenne ich wohl, aber ne, so richtiger, aber okay, also Heldenshooter Hype wüsste ich jetzt nicht, aber ihr könnt ja gerne noch ein paar Titel droppen, ne, dafür sind wir eine Diskussionsplattform hier. Also, ja, ne, diese Spiele kamen natürlich dabei und da muss man sagen, dass natürlich LOL das älteste von dem allen ist und dass neue Spiele natürlich immer einen gewissen Hype bekommen. Und dann gab es noch hier diesen Stress. Der eigene Publisher Tencent scheint auf Mobile zu setzen, nachdem sich Riot geweigert hatte, ein Mobile LOL zu bauen, tat das Tencent einfach selbst. Das soll zur Spannung zwischen Riot und Tencent geführt haben. Hier muss man natürlich sagen, ich bin mir nicht 100% sicher, ob das wirklich Konkurrenz ist. Also ich habe eine Zeit lang selber sehr, sehr viel Arena of Valor gespielt. Ich habe es ja sogar beworben und ich fand das Spiel auch echt gut. Ich habe da sogar Diamant drin gemacht. Zack 5. Ne, ich habe nach Diamant 5 sogar tatsächlich nicht weitergespielt einfach. Da muss man sagen. Aber ja, ich weiß nicht, ob das wirklich Konkurrenz wäre. Also ich würde Arena of Valor, wenn ich es halt zocke, und ich habe es letztens sogar nochmal gezockt, dann würde ich es halt zocken, wenn ich irgendwo in einem Hotel bin oder so und meinen Laptop oder PC nicht dabei habe und keinen Bock auf LOL habe.
Aber ob das jetzt wirklich direkt Konkurrenz ist, weiß ich nicht. Würde ich nicht unbedingt sagen. Aber ganz, ganz wichtig hier, das ist ja auch eine... Ja, ist ja so eine... Ich weiß nicht genau, was für eine Seite ist. Ich werde die euch unten in die Beschreibung packen. Das heißt, wer sich das Ganze mal durchlesen will. Aber es ist ja auch eine Rechercheseite. Das heißt, die recherchieren irgendwas und schreiben. Es gibt hier zwar irgendwo immer so ein paar Quellen, aber da ist natürlich bestimmt, ich bin jetzt kein Reporter-Main, die eigene Meinung mit drin, ja. Also ob man jetzt hundertprozentig immer auf das alles setzen kann, was hier steht, sei mal dahingestellt, ne, ob es jetzt das hier ist und ob es das hier ist und was weiß ich. Grundsätzlich habe ich aber das Gefühl, dass, klar, Fortnite ist super krass, braucht man nicht drüber reden. Und für euch als Spieler ist das das Geilste, habe ich schon gesagt, dadurch habt ihr viel, viel Variation. Aber man muss natürlich einfach mal sagen, mittlerweile, ich denke, etwas nimmt der Fortnite-Hype mit der Zeit auch schon wieder ab. Ja, das heißt, es wird auf jeden Fall safe ein gutes Spiel bleiben für alle, die jetzt von euch Fortnite gehypt sind immer noch. Aber gerade, ne, also ich zum Beispiel könnte dieses Spiel auch nicht jeden Tag 8 Stunden spielen, weil es doch irgendwie immer dasselbe ist. Kann man zu LoL vielleicht auch irgendwie sagen, wobei kann man eigentlich nicht. Ne, könnte man drüber diskutieren, machen wir aber nicht. Also, im Prinzip, ja, muss man mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich denke... Riot ist immer noch auf einem guten Weg. Das Spiel, solange es Spaß macht, ist immer eine gute Möglichkeit. Ne? Spaß ist natürlich auch immer so eine Sache. Und gerade, wie gesagt, bei euch, ihr müsst euch nicht einem Spiel komplett... Ja, ich sag mal so, ich spiele auch mal super gerne Total War Warhammer oder irgendwas anderes. Ne? Und dann heißt es jetzt nicht, dass LoL sofort tot ist, nur weil ich mal was anderes spiele. Könnt mir übel gerne eure ganze Meinung zu dem Ganzen reindroppen. Ja, ich hab's ja jetzt relativ kurz gefasst. Wie gesagt, wenn ihr es genau wollt, könnt ihr das euch nochmal durchlesen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, süßen, geilen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.